und herzlich willkommen zu einer neuen und sehr persönlichen Folge vom Gedankenkarussell-Podcast, weil heute spreche ich mal über meinen Ex-Freund. Beziehungsweise eher über die Zeit danach, weil ich habe eine Nachricht bei Instagram von einer Zuhörerin bekommen, wo sie mich gefragt hat, ob ich gerne gewissen Menschen in meinem Leben nicht gerne begegnet wäre. Und darüber habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht, auch darüber, was es bedeutet, wenn man sich überhaupt solche Fragen stellt oder was das über die Beziehung, die man zu dieser Person hat, aussagt. Und deswegen rede ich heute mal wirklich sehr privat, also mache ich ja meistens schon, aber vielleicht diesmal auch ein bisschen detaillierter als sonst. Und erzähle so ein bisschen, wie ich zu meinem Ex-Freund stehe und ob ich über die Trennung hinweg bin oder nicht. Und ich bin wirklich ein bisschen, ich weiß gar nicht, nervös, die Folge öffentlich zu teilen, weil, ja, es ist schon so ein super Wunderpunkt bei mir und ich glaube aber, dass es dem einen oder anderen helfen könnte, beziehungsweise zumindest das Gefühl gibt, dass man nicht alleine mit solchen Gedanken ist. Und ja, inzwischen ist da schon ein bisschen Zeit vergangen, dass ich auch über das Thema gut öffentlich sprechen kann, ohne jetzt jemanden richtig vor den Kopf zu stoßen. Das möchte ich auf gar keinen Fall und das ist schon was, was man dabei immer bedenken sollte. Deswegen ist es jetzt, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt und ich würde jetzt zu Beginn mal die Nachricht von ihr vorlesen, bevor ich was dazu sage. Und eine kleine Anmerkung noch von mir. Es könnte sein, dass es im Hintergrund ein bisschen lauter ist, weil hier nebendran ein Haus abgerissen wird, ne? Also trotz Corona, Haus abreißen ist noch drin. Ja, das wollte ich jetzt nur sagen, falls es irgendwie ein bisschen lauter wird, ich kann es nicht einschätzen und würde jetzt einfach mal die Nachricht vorlesen. Liebe Janine, es gibt ja das Lied von Ariana Grande mit der Textzeile I'm so fucking grateful for my ex. Ich muss für die Frage kurz ausholen. Ich habe dich in deinem Blog Ende 2018 entdeckt und war in einer ähnlichen Situation wie du. Zumindest habe ich das so gefühlt. Und hatte einen Mann an meiner Seite, der mich nicht wertgeschätzt und mich 1,5 Jahre hingehalten hat. Ich habe mich rückblickend oft gefragt, ob ich tatsächlich dankbar für meinen Ex bin, weil er mich durch sein Verhalten zu der Person gemacht hat, die ich jetzt bin. Oder ob ich, wenn ich zum Beispiel einen Wunsch frei hätte, mir wünschen könnte, dass ich die Erfahrung nicht gemacht und dafür zum Beispiel eine glückliche Beziehung gehabt hätte, aber eventuell nicht zu der geworden wäre, die ich jetzt bin. Dazu würde mich deine Meinung interessieren, quasi wenn du jetzt Reset drücken könntest. Würdest du dir wünschen, dass all die Menschen, die dir wehgetan haben, wieder genauso in dein Leben treten? Und würdest du dir den Schmerz nochmal antun wollen, um da zu sein, wo du jetzt bist? Oder würdest du dir wünschen, dass manche Menschen nicht mehr in dein Leben kommen, weil es einfach zu schmerzhaft war? Ja, ich finde, das ist eine gute und eine interessante Frage. Und das ist schon ja ein Thema, mit dem ich mich in der Vergangenheit öfters auseinandergesetzt habe. Also allein schon durch das ganze Thema Verzeihung und Vergebung. Die Folge übrigens dazu kommt auch bald online. Weil das Spannende ist, mein allererster Impuls, als ich die Nachricht gelesen habe, war sofort, oh, wäre das schön, wenn ich diesen Schmerz nicht hätte erfahren müssen. Also wäre ich froh, wenn dieser Mensch nicht in mein Leben getreten wäre. Und dieser Gedanke ist jetzt eigentlich auch der Grund, warum ich dazu eine extra Folge machen wollte. Weil direkt mein zweiter Impuls war, ja nee, zum Glück bin ich diesem Menschen begegnet, weil ich so viel, wie du es ja auch schon beschrieben hast, aus dieser Begegnung für mich ziehen kann und konnte. Und das ist mir auch alles total bewusst. Wie gesagt, ich habe mich mit diesem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt, dass es mich aber halt schon im ersten Moment überrascht hat. Also ich war überrascht von mir selbst, dass mein erster Gedanke sofort war, mega, wenn ich dieser Person niemals begegnet wäre. Und die Nachricht ist jetzt auch schon gut 3 Wochen her und ich habe darüber nochmal mehr nachgedacht und habe mich dann auch gefragt, ob das vielleicht so ein bisschen mit der Frage zusammengehört, wann ist man eigentlich über eine Person hinweg? Und darüber möchte ich heute mal so ein bisschen quatschen, weil natürlich, wie man sieht, bin ich nicht die Einzige, die sich mit sowas beschäftigt. Und ja, wer kennt es halt nicht so? Diese eine Person, der man im Leben begegnet, die gefühlt alles auf den Kopf stellt, alles, was davor war, in Frage stellt, vielleicht auch alles, was danach kam, weil, ja, weil man auf der einen Seite diesen Menschen auf so ein Podest stellt, man glaubt, man wird nie wieder so jemanden finden können, nie wieder jemanden so lieben können und auf der anderen Seite wünscht man sich eigentlich nichts mehr, weil man eh weiß, es gibt kein Zurück, es gibt keine weitere Chance mehr, dass diese Person nicht mehr da oben steht, dass die Person nicht mehr auf diesem Podest steht, weil man eben so viel gelitten hat darunter, so viel wegen diesen Menschen geweint hat und man vielleicht auch weiß, dass man ja wirklich nie richtig wertgeschätzt oder gut behandelt worden ist. Aber trotzdem steht diese Person da oben
Und ich glaube, wenn man sich schon allein die Frage stellt, was wäre, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, dieser Person niemals zu begegnen, weil man eben all diesen Schmerz dadurch nicht gespürt hätte. Ich glaube, das beweist eindeutig, dass man eben mit der Vergangenheit, mit dieser Person absolut nicht abgeschlossen hat, man noch an dieser Person hängt, es nicht richtig oder nicht ganz verarbeitet hat und dass da noch ganz viel an Heilungsbedarf benötigt wird und man auch in der Trennung oder beziehungsweise in den Menschen noch keinen Sinn für sich gefunden hat. Also warum ist dieser Mensch in dein Leben getreten? Warum ist dir das passiert? Was kannst du daraus für dich lernen oder für die Zukunft mitnehmen? Und ja, deswegen möchte ich gleich auch noch näher auf die Frage, ja, ab wann ist man eigentlich über jemanden hinweg eingehen? Aber um erstmal meine endgültige Antwort auf diese Frage zu geben, nein. Ich würde nicht auf Reset drücken. Bei allen Menschen, denen ich begegnet bin und auch bei allen, die vielleicht wirklich mehr Leid in mir ausgelöst haben als Freude. Und wenn ich das jetzt auf meinen persönlichen, ich nenne ihn jetzt einfach mal Podestmenschen, beziehe, dann kann ich sogar ganz viele Gründe für nennen. Also erstmal gab es ja ganz viele schöne Momente auch, Momente, die ich gar nicht missen möchte. Und in dieser Nachricht wurde ja mein Blog erwähnt und ich kann mir sehr gut vorstellen, ich meine, so viele gibt es jetzt nicht, welche Beiträge da gemeint waren oder mit welchen Beiträgen man sich identifizieren konnte. Und vor allem denke ich da an zwei Beiträge zurück, die ich während der Beziehung und nach unserer Trennung quasi in ihn verfasst habe. Und ich habe die Seite jetzt auch gerade schon offen, weil da würde ich sehr, sehr gerne mal kurz ein paar Stellen draus vorlesen, weil ich glaube, wirklich besser kann ich es gar nicht ausdrücken, was ich meine mit, es gibt Momente, die ich nicht missen möchte und froh bin, dass ich das überhaupt mal erleben bzw. spüren durfte. Deswegen lese ich da jetzt mal ein paar Stellen draus vor und das ist jetzt quasi geschrieben aus meiner Sicht an ihn. Erinnerst du dich noch dran, als wir in deinem Schlafzimmer auf dem Bett gelegen über Gott und die Welt gesprochen oder uns angeschweigt haben, uns angeschaut oder auf die Decke gestarrt haben, der Musik zugehört oder einfach der Stille gelauscht, den Moment genossen haben. Damals, als es draußen in Strömen geregnet hatte und du mich näher an dich rangezogen hattest, weil wir uns nie nah genug sein konnten, weil diese Nähe sich so unglaublich perfekt angefühlt hatte, so perfekt, wie es noch nie zuvor mit einem anderen Menschen war. Ich erinnere mich an all das, an diesen Moment, in dem wir nachts durch die Straßen gelaufen sind, deine Hand meine genommen hat und wir uns mit einem fetten Grinsen gesagt haben, wie glücklich wir doch gerade miteinander sind. Das mit uns, das war keine Liebe auf den ersten Blick, nein. An sowas glauben wir beide nicht. Aber vom ersten Moment an, als du vor mir standest, mir die Türe geöffnet hast, da kribbelt etwas in mir. Jedes verdammte Mal, wenn es um dich geht. Anfangs, da waren es die wackeligen Beine, dann mein Herz, welches immer schneller klopfte und jetzt sind es meine ganzen Gedanken und Hoffnungen, die sich unkontrolliert alles vorstellen möchten mit dir, weil jedes Mal, wenn du mich berührst, spüre ich alles und nichts. Ich spüre, wie mein Körper zusammenzuckt, wie er mit dir verschmelzen möchte und ich fühle nichts weiter, als bei dir angekommen zu sein. Ich merke, wie meine Augen dich stundenlang beobachten wollen und spüre diese eine pure Zufriedenheit. Das schaffst du immer und immer wieder. Das machst du nicht mit Absicht, das ist mir schon klar, aber du bist der Einzige, der einfach all das in mir auslöst, seit diesem einen ersten Moment eben. Was am Anfang aber so einfach, so unbeschwert war, wurde auf einmal mit diesem Schleier voll Angst und Unsicherheit überdeckt. Wie sich plötzlich in so einer kurzen Zeit so viel aufbauen konnte, nur um danach katastrophal zu kollabieren, ist mir allerdings bis heute noch ein Rätsel. Ganz am Anfang, da hättest du mich einfach warnen sollen, sagen sollen, verliebe dich nicht in mich, aber wer sagt schon sowas? Genau, keiner, vor allem keiner, der so ist wie du. Du bist selbstbewusst, aber auf keinen Fall selbstverliebt. Gebildet, aber definitiv kein Besserwisser. Charismatisch, aber leider weniger emotional. Verliebst dich langsam, wenn das überhaupt mal bei dir passiert. Trägst dein Herz nicht auf der Zunge, ganz im Gegenteil zu mir. Und manchmal, weißt du, manchmal da beobachte ich dich einfach nur in Momenten, wo du es gar nicht wirklich bemerkst, wenn du in den großen Fernseher starrst.
ich im Auto neben dir auf der Beifahrerseite sitze, du dich anziehst und kritisch im Spiegel anschaust. Und dann sehe ich es. Diesen unglaublich tollen Mann, diesen Mann, der mich so oft zum Lachen bringen kann, der mich liebevoll zu sich in seinen Arm zieht, klug und wunderschön ist, mit dem ich stundenlang vor dem Einschlafen reden kann. Ich sehe diesen unglaublich tollen Mann, der mein Herz jeden Tag höher schlagen lässt. Ich möchte dich am liebsten festhalten, dein Gesicht in meine Hände nehmen und dir genau all das sagen, dass immer erst, wenn du bei mir bist, ich aufhöre, dich zu vermissen. Und ich frage mich bis heute noch, wann ich diesen einen Moment verpasst habe, wo alles zusammengebrochen ist. Ich kann nur so vieles sagen. Ich glaube, es war echt. Ich glaube, dass wir in dieser kurzen Zeit etwas waren und ich glaube, dass es noch viel mehr hätte sein können. Vielleicht war es dieser eine Fluch mit dem richtigen Menschen zur falschen Zeit. Vielleicht lag es aber auch daran, dass es mit uns halt einfach nicht sein sollen. Aber was ich dir noch sagen wollte, nach dieser ganzen Sache kann ich für mich mitnehmen, dass ich froh bin, jemanden geliebt zu haben. Und ich rede nicht von diesem Verknalltsein und den anderen ein bisschen den Himmel hoch idealisieren, sondern jemanden zu lieben, obwohl man merkt, dass diese Person bei weitem nicht perfekt ist. Jemanden so zu akzeptieren, wie er ist, obwohl er es selbst vielleicht nicht mal kann. Sich bei jemandem angekommen zu fühlen, selbst in den Zeiten, in denen unsere Beziehung mehr Arbeit als Spaß waren. Und wenn du diese Zeilen liest, dann will ich dir vor allem eines sagen. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du für diese kurze Zeit ein Zuhause warst. Mein Zuhause warst. Und genau darum geht's. Dieser Mensch hat mir gezeigt, was bedingungslose Liebe ist. Dieser Mensch hat mir die Chance gegeben, jemanden bedingungslos zu lieben. Und das war ein Gefühl, das ich vorher so nicht kannte. Und das war unbeschreiblich. Es war unbeschreiblich schön, auch wenn es vielleicht nie so wirklich erwidert worden ist, weil er es nicht konnte oder ich es halt einfach nicht war. Völlig egal. Das möchte ich gar nicht missen. Auch dieses Gefühl von, bei jemandem angekommen zu sein. Ich kann gar nicht in Worte beschreiben, wie unfassbar schön es war, in seinen Armen zu liegen, bei ihm zu sein. Diese ganzen tollen Momente, in denen wir beide uns so verliebt angeschaut haben, also zumindest kam das so bei mir an, wir so glücklich im Moment waren, auch wenn das später überschattet worden ist von Problemen, von Drama, das würde ich für kein Geld der Welt aufgeben wollen. Eben, auch wenn es nur für eine kurze, begrenzte Zeit war, ich hatte mich zu Hause gefühlt. Es war mein Zuhause und dafür werde ich ihm auf Ewigkeiten dankbar sein. Ich war da quasi einfach nur zur Miete. Ein Haus werde ich mir aber mit jemand anderem bauen und da werde ich dann auch mit dieser Person gemeinsam ein Zuhause haben, gegenseitig ein Zuhause sein und im Idealfall das dann natürlich auch für immer. Und ich habe mich ja, was ich natürlich jedem sehr, sehr empfehlen würde, stark mit der Trennung auseinandergesetzt. Übrigens, was ich hier gerne noch erwähnen würde, ich nenne ihn zwar meinen Ex-Freund und ich sehe ihn auch absolut als Ex-Freund, aber ich weiß nicht, ob es relevant ist für den einen oder anderen, aber es passt auf jeden Fall auch zu der Nachricht. Ich habe mich immer auch sehr, sehr stark hingehalten gefühlt, da wir nie offiziell und öffentlich eine Beziehung eingegangen sind. Er wollte keine öffentliche Beziehung mit mir. Nur so als kleine Randnotiz. Und ich glaube, mit niemandem habe ich mich so sehr auseinandergesetzt wie mit ihm, also darüber, welche Fehler er gemacht hat, welche Fehler ich gemacht habe, wo er toxisch zu mir war, ich zu ihm, warum ich in gewissen Situationen so gehandelt habe, wie ich eben gehandelt habe, warum er mich so oft getriggert hat, also was da eigentlich dahinter gesteckt hat, was ja wieder ganz viel mit der Kindheit und gar nicht mit ihm zu tun hatte. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt, warum er. Also warum steht er auf diesem Podest? Was für ein Mensch war er? Warum ausgerechnet er? Also einfach mit allem, mit dem, was gut lief, was schlecht lief, wer er zu mir war, wann ich was gespürt habe und was ich halt für mich aus der Beziehung mitnehmen möchte. Was für Dinge er mir gezeigt hat, die ich ja auch in Zukunft bei einem Mann an meiner Seite gerne haben möchte und welche Seiten an ihm vielleicht wirklich nicht so zu mir gepasst haben oder halt nicht mit mir harmoniert haben. Also
Als Beispiel, er hat mir zum Beispiel ganz stark verdeutlicht, welche Werte mir wichtig sind und einfach was für eine Art Beziehung ich führen möchte. Zum Beispiel möchte ich eine Beziehung mit jemandem führen, der halt auch zu mir steht. Und so konnte ich ganz viel aus dieser Beziehung für mich mitnehmen und ich habe so viel über mich gelernt, weil er auch einfach, ohne es zu wissen, so viel in mir ausgelöst hat, was wirklich tief verborgen war, dass ich einfach verdrängt hatte. Und er hat mir schon die Chance gegeben, da mal genauer hinzuschauen und auch zu heilen. Und natürlich hat sich das schrecklich angefühlt. Also es war ja nicht nur eine Trennung, es war nicht nur Liebeskummer, den ich hatte, sondern gleichzeitig war da auch noch ein verletztes inneres Kind, das plötzlich da war und welches er total unabsichtlich rausgeholt hatte zum Spielen quasi. Und vielleicht sagt dir auch der Butterfly-Effekt was. Also wenn ich ihm nicht begegnet wäre, ich niemals auf diese beschissene Freundschaftsanfrage in Facebook reagiert hätte, was wäre denn dann? Also gut, schlecht. Wer weiß es schon? Also wer sagt denn, dass nur wenn ich ihn nicht kennengelernt hätte, ich jemand Besseren kennengelernt hätte oder direkt den Richtigen? Weil in der Nachricht stand das ja auch. Wenn ich diesem Menschen nicht begegnet wäre, wäre ich vielleicht jetzt in einer glücklicheren Beziehung. Ja, aber wer sagt denn das? Also mein Leben wäre definitiv anders verlaufen, meine ganze Entwicklung. Ich weiß nicht, wo ich heute sonst wäre. Und wer sagt denn, dass es mir besser gehen würde? Das weiß man ja gar nicht. Und zum Thema Dankbarkeit. Ich habe diesem Menschen meinen aktuellen Job zum Beispiel zu verdanken, weil er mir die richtigen Connections gegeben hatte und mich bei dem Prozess wahnsinnig unterstützt hatte. Und allein die Menschen, die ich auf einer Arbeit kennengelernt habe, allein dafür kann ich schon wieder ihm dankbar sein, weil ich da wirklich neue Freunde gefunden habe und durch diese Arbeit, diese Menschen auch eine unfassbar witzige und einfach eine mega Zeit hatte oder immer noch habe. Und deswegen, wenn er nicht gewesen wäre, wenn ich diese Anfrage nicht angenommen hätte, wäre sehr vieles in meinem Leben jetzt komplett anders und vielleicht sogar schlechter. Ich weiß es nicht. Und das ist einfach so ein spannendes Phänomen, finde ich. Eben wenn sich nur eine einzig kleine Anfangsbedingung, eben dieses Annehmen der Freundschaftsanfrage ändert. Wenn ich die nicht angenommen hätte, wäre mein gesamtes Leben gerade komplett anders. Weil dann hätte es ja eine ganz andere Kettenreaktion gegeben. Und ich finde es irgendwie total krass, wenn man so drüber nachdenkt, was auch so kleine Entscheidungen für einen großen Effekt haben können. So diesen klassischen Domino-Effekt. Also ja, ich möchte nicht auf Reset drücken, weil das alles schon so seinen Sinn hat und ich auch aus diesem Schmerz, aus diesem Liebeskummer und auch von ihm wirklich viel gelernt habe fürs Leben, für meine Weiterentwicklung. Und da sind wir wieder bei dem Motto, alles passiert aus einem bestimmten Grund. Jeder Mensch, der dir im Leben begegnet, der begegnet dir nicht umsonst und jeder spielt auch einen kleinen Teil in deiner persönlichen Story. Manche sind vielleicht nur ganz kurze Absätze, andere sind ein ganzer Paragraph. Einige sind vielleicht nur ein paar Notizen am Rande. Und ja, irgendwann trifft man jemanden, der auch mal ein größeres Kapitel bekommt. Aber am Ende des Tages trägt er halt nicht den gemeinsamen Titel mit dir, weil das wird dann auch die Person sein, die konstant, bedingungslos bei dir ist und mir dir gemeinsamen Zuhause aufbaut. Und um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, warum ich trotzdem im ersten Moment mir so gedacht habe, oh, wäre das schön gewesen, wenn ich nicht durch diese Zeit hätte gehen müssen, wo ich kann gar nicht zählen, wie oft ich wegen diesem Menschen geweint habe. Nicht nur nachts allein im Bett, auch tagsüber. Ich hatte noch nie so einen starken Liebeskummer und so eine starke Sehnsucht nach jemandem wie bei ihm. Und natürlich hat das halt auch Spuren hinterlassen. Und ich bin echt durch eine harte Zeit gegangen, jetzt aber nicht nur wegen ihm, sondern eben auch wegen all dem, was er in mir ausgelöst hat, was wiederum ja gar nicht nur mit ihm zu tun hatte. Und das sitzt halt immer noch tief. Und deswegen auch mein Gedanke, obwohl ich weiß, wie dankbar ich für ihn bin und das auch wirklich aus tiefstem Herzen spüre, trotzdem habe ich zuerst gedacht, besser wäre es, wenn ich auf Reset drücken würde. Und das bringt mich eben zur Annahme, dass das vermutlich daran liegt, dass ich bis heute nicht sagen kann, dass ich zu 100% über ihn hinweg bin. Also ja, auf jeden Fall bin ich das nicht. Und deswegen habe ich mich dann echt gefragt, ab wann ist man denn über jemanden hinweg? Also pure Dankbarkeit reicht schon mal nicht aus.
Dann habe ich ja erwähnt, dass ich mich auch intensivst mit dem Thema Vergebung auseinandergesetzt habe. Also wie vergebe ich jemandem, dem es irgendwie ja nicht mal leid tut, der sich nicht entschuldigt, der keine Fehler einsieht. Und ich wusste, dass Vergebung ganz, ganz wichtig ist, um loszulassen. Und ich kann bei dem Punkt schon sagen, ja, ich verzeihe ihm für seine damaligen Fehler, für den Schmerz, den er in mir ausgelöst hat, für die ganzen Tränen, die er nicht getrocknet hatte, sondern sogar viel mehr stark verurteilt hatte. Ich vergebe ihm auch dafür, dass er an mir gezweifelt hat, dass er meinen Wert nicht erkannt hat. Und mich das hat auch hart spüren lassen. Ich habe ihm dafür wirklich vergeben, weil ich auch einfach weiß, dass er kein schlechter Mensch ist, sondern es damals auch einfach nicht besser wusste. Gut, vielleicht auch heute immer noch nicht, aber jeder macht Fehler und nicht jeder ist reflektiert. Aber wie gesagt, auf das Thema Vergebung und Verzeihung, da möchte ich nochmal wann anders drauf eingehen. Ich finde auch, das ist ein ziemlich schwieriges und großes Thema. Also, ja, ich habe dieser Person vergeben. Ich bin der Person dankbar. Alles cool so. Ich will diese Person auch gar nicht mehr an meiner Seite haben. Das würde auch gar nicht mehr funktionieren. Das kann ich mir auch gar nicht mehr vorstellen und tue ich auch nicht. Aber trotzdem kann ich nicht aus voller Überzeugung sagen, bin ich drüber hinweg. Also ist mir völlig egal. Die Person tangiert mich nicht mehr. Alles easy peasy. Nee, also kann ich nicht. Und je mehr ich mich mit dieser Frage beschäftigt habe, desto mehr bin ich wieder auf diesen Podest gekommen. Weil ich glaube schon, dass ich ihn, auch wenn ich ihn bedingungslos geliebt habe, vor allem jetzt im Nachhinein, extrem idealisiere, nach wie vor. Und tief in mir drin, ich schon noch diese innere Überzeugung habe, dass ich mich vielleicht nie wieder so zu Hause fühlen werde. Also habe ich schon Angst davor oder diesen fehlenden Glaube in mir, dass ich mich nie wieder jemals so wohlfühlen werde wie bei ihm. Und da geht es gar nicht um alles, was jetzt drumherum war. Da geht es wirklich allein um das Gefühl von, ich bin angekommen. Also dieses tiefe Vertrauen, dass dieses Gefühl auch wieder jemand anderes in mir auslösen kann und natürlich auch wird, mit dem ich dann auch quasi gemeinsam verschmelzen kann, weil man sich nicht nahe genug sein kann. Und was bei mir auch ein ganz, ganz großer Punkt ist, und ich glaube, das ist so der entscheidende Punkt, warum ich noch nicht über diese Person richtig hinweg bin. Ich habe meinen Seelenfrieden noch nicht gefunden, weil wir nie eine richtige Aussprache hatten. Weil ich weiß, dass zwischen uns noch ganz viele unausgesprochene Worte sind, vor allem von seiner Seite aus. Und ganz viele Dinge für mich zwischen uns stehen, die ich nicht verstehe, die keinen Sinn machen. Und ich einfach weiß, dass mir vieles verschwiegen worden ist. Und das sind Dinge, die mir fehlen, um abzuschließen. Also das glaube ich zumindest, beziehungsweise bin ich davon überzeugt, dass ich das brauche, um loszulassen, was vermutlich gar nicht notwendig ist. Aber ich finde einfach, nach all dem, was zwischen uns vorgefallen ist, wie das auseinandergegangen ist, was für Fehler er wirklich gemacht hat, wie gesagt, keine Ahnung, ob ihm das überhaupt bewusst ist, ob er schon so reflektiert ist, aber nach all dieser intensiven Zeit, die wir hatten, obwohl er weiß, und ich kann dir versprechen, ohne darauf jetzt näher eingehen zu wollen, er weiß zu 100%, wie es mir ging, wie es mir geht mit ihm, was ich durchgemacht habe, was ich für ihn empfunden habe, wie wichtig er mir ist, welche Fehler ich selbst bei mir einsehe. Also all das, das weiß er. Und trotzdem werde ich so behandelt, als würde ich nicht mehr existieren. Und was halt noch erschwerend hinzukommt, ist, dass mich so ein Verhalten von Ignoranz, von Unsichtbarkeit, von diesem Schweigen extrem trifft. Und das ist halt auch so eine Wunde aus meiner Kindheit, woraus Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug entstanden ist. Also natürlich glaube ich, ist es für keinen Menschen schön, ignoriert zu werden. Wie er das tut, das ist schon next level. Also das ist schon echt krass. Also es ist schon so, dass ich heute noch da sitze und komplett daran zweifle, ob wir überhaupt existiert haben oder ich total Psycho bin und mir alles eingebildet habe. So sehr werde ich von diesen Menschen ignoriert. Und das ist halt schon schwer für mich nachzuvollziehen, warum er das tut.
er wird seine Gründe haben und das ist auch okay, aber irgendwo halt auch mega respektlos. Und da komme ich dann auch schon relativ schnell wieder zu dem Punkt, oh Gott, du bist halt einfach so nicht wert, um es jetzt mal badisch auszudrücken, und du bist so überhaupt gar nicht der Richtige für mich in 100 Jahren nicht. Um jetzt aber wieder zurückzukommen, ich finde einfach, und es macht mich auch ein kleines bisschen stolz, dass ich so mittlerweile über mich denken kann, weil das hat schon was mit Selbstliebe und Selbstachtung zu tun. Ich finde, ich habe nach all dem, was war, ein besseres Ende verdient. Und ich habe eine Aussprache, eine friedliche Aussprache, ein erwachsenes Gespräch verdient, um da einfach auch einen gesunden Schlussstrich zu ziehen und einfach in Frieden auseinanderzugehen. Weil ganz ehrlich, wie traurig ist denn das bitte? Da waren zwei Menschen, die eine gemeinsame Zeit miteinander verbracht haben, die viel miteinander erlebt haben, vor allem emotional, die Gefühle füreinander hatten, egal ob jetzt ob der eine mehr oder der andere weniger. Wie traurig ist bitte so ein Ende? So ein Ende, wie wir das hatten. Und ich persönlich finde das immer ein ganz, ganz schlimmes Gefühl, wenn ich einfach weiß, das sind Dinge nicht geklärt, das sind Dinge nicht ausgesprochen und die schweben quasi in so einem Raum. Ich persönlich komme damit einfach nicht so gut klar. Und ich vergebe ihm zwar für die Dinge, die damals passiert sind, absolut, vermutlich aber tatsächlich kann ich ihm nicht sein jetziges Verhalten vergeben, dass er so an den Tag legt, weil ich das einfach nicht nachvollziehen kann. Ich bekomme ja auch keinen Grund, keine Reaktion genannt. Nicht mal ein, boah, Alter, lass mich in Ruhe, ich habe so hart keinen Bock auf dich, du nervst, ich habe mit dir komplett abgeschlossen, ich lebe mein Leben, ich bin glücklich, also werdst du auch. So, also ich krieg nichts, nada. Und das ist so enttäuschend irgendwie, so unbefriedigend, und ich habe das Gefühl, das hindert mich extrem am Loslassen. Und er weiß auch, wie dankbar ich ihm wäre und wie wichtig dieser Abschluss, diese letzte Stunde für mich ist oder wie wichtig mir das gewesen wäre. Und er verweigert mir das halt komplett. Ist ja auch klar, sein gutes Recht. Ich tue mir nur schwer, das zu akzeptieren, weil ich mir denke, wie kann ein Mensch so sein? Wie kann ein Mensch so eiskalt sein und wie krass egal muss ich ihm gewesen sein, dass er jetzt so mit mir umgeht? Und ich als super hochsensibler Mensch, ja, der viel Empathie und Mitgefühl spüren kann, für mich ist das schon schwer zu akzeptieren oder eher nachzuvollziehen, wie man so mit Menschen umgehen kann, die eigentlich lieben oder wirklich sehr geliebt haben und natürlich auch einem wichtig sind. Ich will ja nichts Böses, aber ja, ich muss das so hinnehmen und man kann niemanden zu etwas zwingen. Er wird seine guten Gründe haben und vielleicht ist es auch einfach dieses, sich da bewusst nicht mehr drauf einlassen zu wollen, sich bewusst nicht mehr zurückerinnern wollen, und jetzt ist es halt so, wie es ist, und das ist schon hart für mich, eben auch dieses keine Antworten kriegen und einfach so zurückgelassen werden. Ich meine, wir hatten nie eine richtige persönliche Trennung. Ich habe nie diese eine letzte Stunde mit ihm bekommen. Wir sind einfach nur, man muss sich vorstellen, wir hatten einen Streit. Wir sind so auseinandergegangen und eigentlich war abgesprochen, wir treffen uns die Tage nochmal und reden in Ruhe drüber. Das ist nie passiert. Und mir war nicht bewusst, dass das der Moment ist, wo ich ihn das letzte Mal sehe und es jetzt so auseinandergeht. Und das finde ich einfach unfair und ich komme damit einfach nicht klar. Und deswegen komme ich zur Annahme, ich glaube, man ist wirklich erst über jemanden hinweg, wenn man keine negativen Emotionen mehr hat, wenn man an diese Person denkt oder man nicht ständig an gemeinsame Momente zurückdenkt. Und wenn das mal passiert, sie einen eher zum Lächeln bringen als zum Weinen. Und klar hatten wir schöne Momente. Wir hatten auch traurige Momente. Aber mir geht's tatsächlich, oder das, was mich traurig macht, das ist gar nicht die gemeinsame Zeit, an die ich zurückdenke, sondern
einfach, dass ich dieses Gefühl nicht loswerde, dass ich ja einfach so verdammt unbedeutend für ihn war. Wieder dieses Gefühl von, ich bin nicht gut genug gewesen. Und er hat mich komplett ausgetauscht und behandelt mich jetzt so, als wäre ich unsichtbar, als würde ich einfach nicht existieren. Und was mich auch sehr traurig macht, ist vor allem der Fakt, wie wenig Selbstliebe ich damals für mich übrig hatte und wie wenig ich erkannt hatte, dass ich gerade in einer toxischen Beziehung stecke, weil ich mich auch selbst so negativ verändert hatte. Und wenn ich jetzt eben daran zurückdenke, stelle ich halt inzwischen alles in Frage und ich kann mich auch gar nicht mehr auf das Gefühl vom Blogbeitrag zum Beispiel verlassen, weil ich weiß nicht mehr, ob das alles so echt war. Einfach, weil ich jetzt nach all dem, was da noch vorgefallen ist, diese Zeit mit ihm neu bewerte und diese Sicherheit von damals weg ist. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich jemals das für ihn war, was ich dachte gewesen zu sein. Und ich weiß nicht mehr, was parallel alles noch so lief, von dem ich nichts weiß. Deswegen, da sind echt noch viele negative Gefühle. Es ist keine Wut. Es ist keine Trauer mehr im Sinne von eben, ich habe so eine Sehnsucht nach ihm. Es ist einfach nur eine richtig große menschliche Enttäuschung. Ich habe das Gefühl, ich habe mich unglaublich in jemanden getäuscht und weiß gar nicht mehr, ob ich ihn jemals wirklich kannte, so wie er eigentlich ist. Und ein bisschen ist es auch diese kleine Wut, diese Enttäuschung auf sich selbst, wenn man denkt, wie dumm war ich eigentlich? Wie blind war ich? Und warum habe ich all diese roten Flaggen nicht gesehen oder zu spät erkannt? Aber ja, da bin ich schon auf einem guten Weg, mir keine zu großen Vorwürfe zu machen, weil ich wusste es halt damals auch einfach nicht besser und durch ihn habe ich ja auch sehr viel über mich gelernt. Also das muss man ihm schon lassen. Den Sinn finde ich schon in unserer Begegnung und deswegen möchte ich das alles auch gar nicht rückgängig machen. Ich würde mir tatsächlich eher wünschen, noch mal ein paar Momente mit ihm zu erleben, mit meinem heutigen Mindset, mit meiner heutigen Liebe zu mir selbst. Ich würde wirklich gern einiges nochmal spüren. Das fände ich mega spannend. Vielleicht auch, um mit mehr geöffneten Augen herauszufinden, wie viel ich idealisiere. Oder vielleicht auch, um nochmal zu spüren, ob das wirklich so echt war oder ich einfach nur eine rosa-rote Brille auf hatte. Naja, und deswegen glaube ich, solange man nicht neutral an eine Person zurückdenkt, wirklich im Hier und Jetzt lebt, sich nicht mehr über Vergangenes aufregt oder eben über das Verhalten der anderen Person, sich fragt, warum bist du so? Warum hast du das getan? Warum hast du mir das angetan? Und warum zur Hölle ist mir das passiert? Und wenn ich dann an zum Beispiel meinen ersten richtigen Freund zurückdenke, mit dem ich meine längste Beziehung hatte, da stelle ich mir gar nicht so eine Frage. Also da stelle ich mir nicht die Frage, ob ich der Person gerne nicht begegnet wäre. Da gibt es aber auch keine negativen Gefühle. Wenn man sich sieht, dann gibt es einen kurzen Smalltalk und man geht weiter und in der nächsten Sekunde ist jetzt krass gesagt die Begegnung schon wieder vergessen. Da gibt es auch kein Bereuen, kein tägliches Stalking bei den Social-Media-Profilen, kein Hass auf die neue Freundin, die vielleicht jetzt in seinem Leben ist. Da gibt es auch kein Vergleichen mit anderen Männern, die man datet. Weil ich glaube, das ist auch so ein Zeichen, ob man wirklich über jemanden hinweg ist, nicht ständig vergleicht. Oh, mit meinem Ex hat sich das aber besser angefühlt. Und eigentlich sollte er ja auch genau das machen, wie er ist und so aussehen. Und keine Ahnung, niemand ist sein Ex. Und zum Glück, weil es hat ja einen guten Grund, warum man nicht mehr zusammen ist. Und vielleicht muss man sich auch mehr daran erinnern, was zur Trennung geführt hat, welche negativen Seiten die Person hat, die man für sich aus Liebe zu sich selbst gar nicht in seinem Leben haben möchte. Also so jemand möchte man gar nicht an seiner Seite haben. Also ich will wirklich niemanden, der mich so eiskalt ignorieren kann. Ich will niemanden, der mich so wenig respektiert und auch niemanden, der mich so wenig wertschätzt. Ich muss einfach nur noch alleine meinen Seelenfrieden finden und tief im Inneren diesen Glauben loslassen, dass ich erst richtig endgültig mit ihm abschließen kann,
friedlich, wenn ich Antworten auf meine Fragen bekomme. Weil erst, wenn ich diesen Glauben loslasse, dass ich das brauche, kann ich, glaube ich, auch ihn endgültig gehen lassen. Weil das ist tatsächlich schon was, was mich sehr stark daran hindert. Ich versuche jetzt nochmal ein bisschen die Punkte zusammenzufassen, ab wann ich glaube, dass man über jemanden hinweg ist. Also erstmal, wenn man den Sinn in der Begegnung findet, dem Menschen verzeihen kann, was er einem angetan hat, auch ohne jemals eine Entschuldigung dafür zu bekommen. Wenn man glaubenlos wird, man wird nie wieder so jemanden finden, nie wieder so jemanden lieben können und man für alles eine Antwort braucht. Die Akzeptanz, dass Menschen so sind, wie sie sind und man niemanden ändern oder zu was zwingen kann, wenn er kein Problem in seinen Handlungen sieht. Wenn man dankbar ist. Dankbar ist für die Zeit, die man gemeinsam hatte, für die schönen und auch für die nicht so schönen. Und auch genau in diesen nicht so schönen Momenten den Sinn findet. Also was man daraus für sich ziehen und lernen konnte. Weil so wertet man die Begegnung mit der Person ja auch nochmal total positiv. Und im Endeffekt, wir lernen aus jeder Beziehung. Und deine nächste Beziehung kann davon im Idealfall ja nur profitieren, wenn du richtig hinschaust, was du aus dieser Beziehung lernen kannst und wo du vielleicht Fehler gemacht hast. Also wenn er mich zum Beispiel, mich aber auch nicht hätte so unsichtbar fühlen lassen und ich da nicht näher hingeschaut hätte, dann wüsste ich bis heute nicht, welche tief verborgenen Glaubenssätze ich habe und was es da noch für mich zu heilen gibt, damit mich das nicht mehr so krass in ein Loch zieht. Dann, wenn man die Person nicht mehr mit anderen, mit zukünftigen, potenziellen Verehrern vergleicht und man einfach neutral zu der Person steht, man keinen Hass mehr hat, keine Wut, keine Enttäuschung, sondern einfach eine gesunde Gleichgültigkeit. Dieses, ja, die Person hatte einen gewissen Stellenwert bei mir, die hat eine Rolle gespielt, aber in der Vergangenheit und nicht mehr im Hier und Jetzt. Und ich glaube, das merkt man erst vor allem dann, wenn die Person vor einem steht. Ich denke, man kann leicht sagen, ich bin über jemanden hinweg, wenn man eben die Person seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, man seit Ewigkeiten nicht mehr miteinander gesprochen hat. Aber aus Erfahrung, wenn eines Tages dieser Mensch vor dir steht, ich glaube, da kann man erst richtig sagen, ob man über jemanden hinweg ist. Also klar, wird vermutlich meistens immer ein komisches, vielleicht auch ein aufregendes Gefühl sein, aber es sollte kein Gefühl sein, was dich wochenlang beschäftigt. Sollte eher so eine Begegnung sein, wo man sagt, krass, lange nicht mehr gesehen. Es ist gerade echt komisch, dich zu sehen. Aber ich hoffe, dir geht's gut und es hat mich gefreut. Und dann geht man weiter und schon wieder ist dieser Mensch in einer Vergangenheit und hat keinen Platz im Hier und Jetzt. Und wenn man aufhört, ständig nach Infos über die Person zu suchen, also was treibt dieser Mensch gerade so, was macht er oder sie, gibt es einen neuen Partner im Leben und dann wird diese neue Person erst einmal komplett auseinandergenommen und wahrscheinlich noch runtergemacht, um sich selbst irgendwie besser zu fühlen. Deswegen mein Geheimtipp, falls er sie dich noch nicht blockiert hat, dann tust du. Mach dir keinen Fake-Account, das macht dich weder glücklich noch bringt dir was beim Abschließen und das kann auch wirklich ein Segen sein, zu blockieren oder zu löschen. Von daher hat mein Ex es vermutlich einfach alles richtig gemacht, indem er, na gut, blockiert hat er mich nicht, das habe ich übernommen, aber indem er mich sonst auf jegliche Art und Weise ignoriert. Ob man das so eiskalt und respektlos machen muss wie er, würde ich jetzt einfach gerne mal unkommentiert so stehen lassen. Deswegen ja, wie du siehst, die Gleichgültigkeit, die fällt mir noch sehr schwer. Ich arbeite daran und ich bin mir auch sicher, dass wenn ich jetzt nochmal in einem Jahr darüber sprechen würde, dieser Mensch keine Rolle mehr spielen wird. Das waren jetzt wirklich zwei intensive Liebeskummerjahre, sage ich mal. Ich habe viel verarbeitet, viel an mir gearbeitet. Es ist immer wieder dazwischen sehr viel hochgekommen. Ich habe mich sehr viel mit ihm und der Trennung und unserer Fassbeziehung auseinandergesetzt. Und jetzt geht es bei mir, glaube ich, einfach nur noch um diesen allerletzten Schritt, um diese Akzeptanz, dass Menschen nun mal so sind, wie sie sind. Sie so handeln, wie sie glauben, es wäre am besten. Und für ihn ist es vermutlich so am besten. Deswegen, ja, darf und
und sollte und will ich ihm auch gar keine Vorwürfe machen, weil klar, er schaut halt darauf, dass es für ihn am angenehmsten ist und ich darauf, wie es für mich am angenehmsten ist. Also vielleicht muss ich da auch einfach mein Ego mehr zurücknehmen. Klar, aus Liebe zu mir selbst sage ich, das habe ich so nicht verdient, dieses Ende. Und das ist auch, denke ich, absolut okay, sowas zu sagen. Aber das reicht ja auch, das zu wissen. Da muss jetzt vielleicht nicht unbedingt mein Ego noch mit einschreiten und unbedingt, ich sage jetzt mal, Gerechtigkeit haben wollen. Ich weiß für mich, dass das kein schöner Abschied, keine schöne Trennung war. Ich weiß für mich, dass ich alles gegeben habe, damit wir in Frieden auseinandergehen. Ich bin alles losgeworden, was ich tatsächlich loswerden wollte. Vielleicht nicht so persönlich, wie ich das gerne gehabt hätte. Und ich habe sehr viel mit Liebe zu ihm gesprochen, aber es wurde halt nicht erwidert. Und dann hat er mein Herz auch nicht verdient. Und mein Herz ist auf jeden Fall auch gar nicht mehr gebrochen wegen ihm, weil mein Herz ja auch immer voller Liebe sein wird. Und auch niemand auf dieser Welt es schaffen wird, egal wer da vielleicht auch noch kommt, mein Herz zu brechen. Und mein Herz macht als einfach wieder Platz für jemand Neuen, der mich dann eben wertschätzt, der mein Herz wertschätzt und das auch annehmen, so viel zurückgeben kann. Also sollte ich das Thema auch mal in der Vergangenheit lassen und wahrscheinlich kann ich sogar darin das Gute sehen, dass es gut ist, dass es zu keiner Aussprache kam, weil vielleicht ist es auch wirklich besser, so wie es ist. Vielleicht will ich auch gar nicht die ganze Wahrheit wissen, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen versuche ich, mir jetzt einfach meine eigene Wahrheit zu kreieren, die mir hilft, selbst Antworten auf die Fragen zu finden, die für mich okay sind und dann eben wirklich alles hinter mir zu lassen, nach vorne zu schauen, weil der Richtige wird kommen, nicht nur bei mir, sondern auch bei dir. Und ja, dann freuen wir uns einfach gemeinsam, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist und sind froh drum, dass es mit diesem einen Menschen, mit unserem Podestmenschen, der offensichtlich ja nicht für uns gemacht war, einfach nicht geklappt hat.